Viele Investoren sagen derzeit, naja, wer mit Gold in diese US-Wahl geht, der kann nicht wahnsinnig viel falsch machen. Das sei eine Art todsichere Wette, denn es droht ja ein sehr knapper Ausgang dieser Wahl und mithin droht ein Nachspiel, das lange nicht klar ist, wer hat überhaupt diese Wahl gewonnen. Da gibt es Einsprüche, Unregelmäßigkeiten, Anzweiflungen, Prozesse und so weiter, sodass es passieren kann, dass wir lange nicht wissen, wer wirklich diese Wahl gewonnen hat. Und in einem solchen Umfeld ist Gold eigentlich eine ziemlich gute Geschichte. Unsicherheit ist gut für Gold. Dazu haben wir noch Geopolitik, möglicher Gegenschlag des Iran wieder gegen Israel. Also spricht vieles eigentlich schon für Gold. Allerdings haben wir heute eine Reaktion bei Gold gesehen, die aus meiner Sicht nicht wirklich gut ist, zumindest kurzfristig. Dafür spricht, dass Gold Probleme bekommen könnte, zumindest einen Rücksetzer bekommen könnte nach dieser massiven Rallye, die wir seit Jahresbeginn gesehen haben. 34% ist das gelbe Edelmetall gestiegen. Da kann es auch mal etwas anderes geben als nur Anstiege. Und das Problem mit Gold ist aus meiner Sicht heute, dass wir ganz, ganz schwache US-Arbeitsmarktdaten gesehen haben. Und Gold hat das gemacht, was es tun sollte. Zunächst mal, es ist gestiegen, weil natürlich mit schwachen Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen weiter senkt, weiter steigt. Und das ist natürlich gut für Gold, denn Gold hat zwei natürliche Feinde. Auf der einen Seite eben die Kapitalmärkte, Zinsen, also das, was am Markt sozusagen verlangt wird, was an Geld bezahlt wird, wenn man es anlegt. Das ist das eine, denn Gold ist ja bekanntlich unverzinst, und der andere Feind ist der US-Dollar, weil ja Gold gegen den US-Dollar gehandelt wird. Und das Seltsame ist, dass nach diesen sehr schwachen Daten erstmal der Dollar und die Kapitalmarktzinsen gefallen sind. Das ist logisch. Aber dann, wenig später, eben der Dollar deutlich gestiegen ist und vor allem die Kapitalmarktzinsen deutlich gestiegen sind. Und Gold ist dann gefallen, konnte also diese Gewinne nicht halten. Und da liegt eine Botschaft des Marktes aus meiner Sicht. Schauen wir uns die ganze Chose mal an. Wir hatten also diese schwachen Arbeitsmarktdaten dazu gleich mehr, aber wir sehen jetzt am 7. November, also nächste Woche, da wird ja die Notenbank Fed tagen, und die Wahrscheinlichkeit, dass man hier die Zinsen um 0,25% senkt, sieht der Markt bei schlanken 99,9%, also agmari wiesen, wie man in Bayern sagt, absolut sichere Sache. Und das ist ja eigentlich gut für Gold, wenn die Leitzinsen weiter sinken, so könnte man denken. Aber hier sehen wir das. Wir haben ja links diesen längerfristigen Chart, wo wir sehen, Gold, massiver Anstieg, wie gesagt, 34% im Plus, aber dann gestern ja dieser Abverkauf, den wir gesehen haben, dann haben wir diese Erholung gesehen, diese Erholung ging heute weiter, dann mit eben diesen schwachen Arbeitsmarktdaten, aber seitdem geht es jetzt wieder nach unten, und das ist seltsam, weil diese Arbeitsmarktdaten wirklich sehr schwach waren. 12.000, eigentlich die Erwartung so 100, 106.000. Dazu wurden die beiden Vormonate um insgesamt 112.000 Stellen weiter nach unten revidiert. Ein sehr typisches Muster, das wir immer wieder gesehen haben in letzter Zeit, und auch die Stundenlöhne waren mit 0,4% ein bisschen heißer. Also das war jetzt eigentlich nicht so gerade super günstig, was da gekommen ist. Und George Gammon hatte dann gesagt, naja, also guckst du dir die schwachen Daten an. Ich habe ja gedacht, die werden da vielleicht wieder ein bisschen an der Schraube drehen mit ihren Seasonal Adjustments, aber das ist offenkundig nicht der Fall. Wirklich, das sehen wir hier links in dieser Grafik. Da ist es nämlich so, dass ein saisonaler Faktor angelegt worden ist, oder es wird immer ein saisonaler Faktor angelegt, und je niedriger dieser Faktor ist, umso höher wird dann die Zahl neuer Stellen. Also man sagt, Oktober ist halt Oktober und deswegen müssen wir da saisonal anpassen und so weiter. Und wir sehen, wir haben jetzt die niedrigste Seasonal Factor seit eigentlich dem Jahr 2000. Mit anderen Worten, in keinem Oktober seit dem Jahr 2000 sind die Daten saisonell so weit nach oben adjustiert worden, obwohl wir nur 12.000 neue Stellen haben. Aber das ist eben hier tatsächlich der Fall gewesen. Hätten wir einen durchschnittlichen Seasonal Factor, also eine Seasonal Adjustment, die dem Durchschnitt der letzten 24 Jahre entspricht, dann hätten wir noch deutlich weniger Stellen gehabt. Dann hätten wir 41.000 Stellen weniger gehabt, sodass wir dann eben komplett eine negative Zahl bekommen hätten, die wir sowieso bekommen
bekommen haben, was die Privatwirtschaft betrifft, denn da wurden 28.000 Stellen verloren, sondern es sind nur die Government Jobs, also Jobs beim Staat, die das Ganze hier ins Plus retten auf dann plus 12.000. Und wie valide diese Daten sind, da habe ich mich schon öfter drüber ausgelassen. Aber ein sehr wichtiger Faktor ist natürlich, ja, wie viele Firmen antworten denn da eigentlich? Denn das ist ja eine Anfrage praktisch von staatlichen Behörden an die Firmen. Und die sagen dann, ja, wir haben so und so viel eingestellt, so und so viel entlassen. Summa summarum, also Summe X an neuen Stellen oder vielleicht manche sind auch weggefallen. Aber wir sehen hier, dass die Antwortquote jetzt so gering war wie zuletzt Anfang der 90er Jahre. Das heißt, immer weniger Firmen antworten auf diese Frage seitens der Behörden. Und das bedeutet, dass die Datenqualität natürlich immer schlechter wird, je weniger statistische Breite ich drin habe. Es ist wie bei einer Umfrage, wenn ich 20 Leute frage, ist das was anderes, als wenn ich 2000 Leute frage. Bei 2000 Leuten kriege ich wahrscheinlich ein deutlich besseres Bild über die Meinung, über die Stimmung, als wenn ich eben nur 20 Leute frage, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Aber wir sehen, das ist natürlich hier so ein bisschen unscharf. Und dazu kommt dann auch, wir hatten ja diese Hurricanes, Florida vor allem betroffen, aber auch andere Bundesstaaten der USA, und das Bureau of Labor Statistics hat gesagt, also wir wissen nicht genau, wie viel das ausgemacht hat. Betroffen waren ja da 12 Millionen Arbeitnehmer. Also das ist alles so ein bisschen wischiwaschi, dazu eben noch dieser Boeing-Streik. Also es ist ein bisschen schwer, die ganze Geschichte hier wirklich solide zu beurteilen. Fitch, die Ratingagentur, hat das gemacht und hat gesagt, okay, gucken wir uns mal an, was jetzt also der Boeing-Strike hier bedeutet, und gucken wir mal, was ein bisschen so, wenn wir gucken, was ist da mit diesen Hurricanes passiert, dann könnten wir vielleicht Pi mal Daumen sagen, dass wir eine Zahl normalerweise gehabt hätten unter normalen Umständen ohne Hurricanes, ohne Boeing-Strike von 120.000. Das wäre deutlich besser, aber eben auch noch deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Monate oder der letzten Zeit insgesamt. Michael Guyett bringt es hier aus meiner Sicht besser auf den Punkt: literally all jobs data from the government is total bullshit. Dem würde ich mich anschließen. Burst Death Model, Seasonal Adjustments, Scale und überhaupt natürlich auch irgendwie politisch motiviert, diese Zahl, so hat man den Eindruck, zumal wir eben gesehen haben, wie stark jetzt wieder diese Abwärtsrevisionen waren. September 31.000 Stellen, aus dem August sind dann plötzlich 81.000 verschwunden. Hier rechts in dieser Spalte sehen Sie fast nur Minus, also es wurde fast jeder Monat nach unten revidiert. Und dann gab es ja noch diese große Revision des Bureau of Labor Statistics, die hier gezeigt haben, dass im Vorjahr praktisch 800.000 Stellen nie der Fall waren. Also da hat man das nochmal weiter nach unten revidiert. Das zeigt, dass die Dinge irgendwie ein bisschen unsolide wirken. Und die stimmen auch nicht überein mit dem, was wir in anderen Bereichen sehen. Zum Beispiel die Layoffs, Challenger Job Cuts. Also man kann relativ genau sagen, wie viele Leute werden denn entlassen. Geht der Trend nach oben, geht der Trend nach unten? Und wir sehen, der Trend geht relativ deutlich nach oben. Obere Grafik. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass das Jobangebot etwa von Indeed, dieser Jobplattform, deutlich und konstant nach unten geht. Wir können also mit Fug und Recht sagen, dass dieser Arbeitsmarkt sich deutlich abschwächt. Die Indizien, die sind deutlich, und vor allem hier sehen wir in dieser Grafik die Permanent Job Losers, also diejenigen, die dauerhaft irgendwie ihren Job verlieren und nicht irgendwie mal nach zwei Wochen dann plötzlich wieder im Job sind. Und das kombiniert mit den JOLTS, die wir, glaube ich, auch diese Woche gesehen haben, die ja katastrophal schwach waren, mit einer 6er Standardabweichung nach unten. Da haben wir gesehen, dass die Quit Rate, also kollabiert, also diejenigen, die sagen, ah, ich verlasse meinen Job, weil ich kriege einen anderen Job, der besser bezahlt ist. Auf der anderen Seite hatten wir den ADP-Arbeitsmarktbericht mit einer 6er Standardabweichung nach oben. Auch da wurde seasonal sehr, sehr stark adjusted, also saisonal angepasst. Das ist wirklich ein bisschen mühsam, sich durch die ganze Geschichte durchzuwursteln. So oder so, wir hatten in den letzten 24 Jahren hatten wir zweimal die Situation, dass die Jobdaten negativ wurden. Und nehmen wir mal an jetzt, wir rechnen mal eben diese staatlichen Stellen raus,
und sagen, das war jetzt praktisch eine negative Zahl, weil ja die Privatwirtschaft durchaus Stellen verloren hat. Dann kommen wir auf die Jahre 2000 und 2007 und vergleichen das mal mit dem S&P 500 und wir sehen, dort wo diese Linie in der Horizontale ist, da ist diese Meldung erstmals gekommen. Es wurden Stellen sogar verloren und es wurden keine Stellen aufgebaut, sondern verloren. Und dann ist der S&P 500, diese schwarze Linie hier, ist dann meistens erst noch mal ganz kurz gestiegen, um dann relativ deutlich zu fallen. Ist das ein Muster, das sich in diesem Jahr fortsetzen wird? Das ist die Frage, zumal wir weitere Indizien haben für eine deutliche Abschwächung der US-Konjunktur. Wir hatten heute den ISM Manufacturing Index, also Einkaufsmanager Index des verarbeitenden Gewerbes, schwächste Zahl seit langer Zeit. Seit irgendwie Mitte 23, glaube ich, mit 46,5, alles was unter 50 ist, ist die Schrumpfung. Das Einzige, was gestiegen ist, das sind die Prices Paid, also die bezahlten Preise mit 54,8. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel bei den Rohstoffen praktisch alle Rohstoffe gestiegen sind, bis auf Stahl und Polypropylene. Also das zeigt, dass da wieder der Druck in Richtung Preise nach oben kommt. Aber die Fed wird die Zinsen senken, so oder so, weil sie eben auch Angst hat, dass man hier in eine Rezession fällt. Und normalerweise, wenn wir so eine Strecke von negativen Berichten, von negativer Dynamik in der Industrie sehen, nämlich die letzten 24 Monate waren negativ, also von Monat zu Monat ist bis auf einen Monat in den letzten zwei Jahren die Industrie geschrumpft, dann hatten wir eigentlich immer eine Rezession. Die dann kam, mal sehen, ob es diesmal auch so kommt. Aber nochmal zurück jetzt zu Gold. Wir sehen also, dass die Stimmung gegenüber Gold, kein Wunder, nachdem das Edelmetall 34% gestiegen ist, sehr, sehr bullisch ist. Hier sehen wir zum Beispiel Hedgefonds. Die sind ziemlich dicke drin in Gold und haben ihre Wetten auf weiter steigende Goldpreise deutlich erhöht. Hier sehen wir mal die Performance von Gold in den verschiedenen Jahren. Und wenn Sie rechts unten gucken, 2024, 34%, das ist sportlich. Das ist die beste Zahl seit den 1970er Jahren. Da hatten wir mal so Ausreißer 1973 hatten wir 73% Anstieg, dann im 74 76%, das Königsjahr war 1979 mit 126,5%. Aber wir haben eben auch mal Jahre dabei, da geht es deutlich nach unten und wenn etwas 34% steigt, dann kann es auch dann mal 10-15% wieder fallen. Das ist gar keine Frage. Und es wird natürlich viel darauf ankommen, wer sich jetzt letztendlich durchsetzen wird bei dieser Wahl. Und wir haben heute also gesehen, dass die Renditen gestiegen sind und der Dollar gestiegen ist. Trotz sehr, sehr schwacher Zahlen, nicht nur die Arbeitsmarktdaten, sondern eben auch der ISM-Index, wie ich vorhin gezeigt habe. Also eigentlich macht das nicht so wirklich Sinn. Und ich hatte heute Morgen im Videoausblick auch gezeigt, dass jetzt ein bisschen der Zweifel wieder da ist, nachdem die Finanzmärkte sich ja im ganzen Oktober ziemlich sicher waren, dass Trump diese Wahl gewinnen wird, kamen gestern auch durch eine CNN-Umfrage sehr starke Zweifel auf, weswegen wir dann auch Rücksetzer vielleicht auch bei Gold und Bitcoin gestern gesehen hatten. Und wir sehen, dass also ein Trump-Sieg den Dollar unterstützt oder die Erwartung eines Trump-Sieges und die Renditen unterstützt. Und wir sehen heute steigende Renditen und steigender Dollar. Das hat Gold bisher nicht so wirklich interessiert, hat sich ja weitgehend abgekoppelt von seinen beiden natürlichen Feinden, den Kapitalmarktzinsen, also den Renditen. Klar, wenn die Zinsen hoch sind, dann ist da eine Alternative für Gold. Wenn der Dollar stark ist, dann ist eben schwieriger, gegen einen starken Dollar anzusteigen. Aber bisher hat das Gold nicht wirklich interessiert. Aber jetzt sehen wir die Renditen, die gehen wirklich immer weiter nach oben, trotz dieser schwachen Daten. Wir sind jetzt bei der 10-Jährigen bei 4,35. Die sind 12 Basispunkte gestiegen vom Tief zum Hoch und sind jetzt auf dem höchsten Stand bei der Rendite seit 5. Juli und sehen, und das ist auch sehr, sehr bedeutsam, dass sich die Zinskurve wieder versteilt, denn es steigen besonders die Renditen für die länger laufenden Anleihen, während die Renditen für die kürzer laufenden Anleihen zunächst sehr deutlich gefallen sind, dann aber auch wieder gestiegen sind, wenngleich eben nicht so stark gestiegen sind wie die länger laufenden Anleihen, etwa die 10-Jährige. Und das bedeutet, dass sich die Zinskurven immer mehr versteilen und wenn Zinskurven sich entinvertieren aus dieser Inversion, die sie sehr lange hatten, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dann ist das normalerweise das Zeichen, dass eine Rezession bevorsteht. Diesmal ist alles anders und hier sehen wir auch mal die Reaktion des Dollarindex.
auf die Daten plumps ging es nach unten, aber dann eben dieser Rebound und wir stehen jetzt höher beim Dollarindex, als wir waren vor den so schwachen Daten. Also interessanterweise, das hat den Dollar nicht interessiert. Und Gold, wenn wir das nochmal aufgreifen, ist ja durch zwei Faktoren richtig gut unterstützt. Durch die Schuldenorgie, vor allem in den USA einerseits, und durch Geopolitik andererseits, geopolitische Spannungen. Und hier sehen wir mal, was das eigentliche Problem nicht nur der USA ist, sondern praktisch aller Länder. Es ist gar nicht mal ein Problem der Einnahmen, sondern es ist ein Problem der Ausgaben. Wir sehen, dass die Ausgaben viel höher sind als die Einnahmen. In Europa sagt man sich, ja gut, da müssen die Steuern nach oben. Man könnte aber auch auf die Idee kommen, ja, lass uns mal die Ausgaben senken. Gerade in Deutschland sind wir ja dabei, interessante gendersensitive Projekte zu fördern überall, aber das ist vielleicht nicht die beste Idee. Abschließend von Teil 1, 2 Empfehlungen. Erste Empfehlung ist nochmal so ein bisschen das Pro und Contra. Gold, eine sichere Wette vor der US-Wahl. Yes or no, gerne weiterempfehlen. Und sehr empfehle ich, den zweiten Teil sich noch zu Gemüte zu führen. Denn da geht es um das, was an der Wall Street passierte, was die Positionierung der Anleger ist in diese Wahl hinein und was in Europa passieren könnte, je nachdem, wer diese Wahl gewinnt. Also dabei sein. Ich sage jetzt erstmal Servus, bis gleich.